Moin Moin und recht herzlich willkommen mit Kisumiu, mir und ja, dem Ryudu, der mit der Truppe am Essen ist in Gradia 2. Hallo. Come on, let's eat. I'm starving. The buildings in the village all have so strange shapes. I wonder what they are. Shells, I guess, wherever I see. Elena? They live in the ocean, right? That is what I remember reading. I saw... Son, why is the village in the forest now? It's the Atlantis. The buildings of this village, they are built of stone. Science, no good building. Lava can be found here. But the stone is very old. Perhaps it's from long before the Granacliffs were created. Huh? Does it have anything to do with the shells that appear on the buildings of the village? This area was the bottom of the sea. There are shell fossils in the stones. The villagers used them to adorn buildings. Oh naja, oh, der lebt ja auch noch das Vieh. So was this place rose up from the buttons of the sea when the Granacliffs were formed. How interesting. Maybe those with nowhere to go after the Granacliffs formed settled here. The scars of a battle long past curse us all even now. I do not know much of religion, thus I do not know a great deal about this battle of God and good and evil, but its curse remains. Yes, there are many people who are still now suffering from the battle of good and evil that is certainly now. Face one's past is good, but to focus too heavily on it distracts you from what is most important, the present. To keep a positive outlook on life is much more useful than to constantly dwell on the past. Das war Pace, aber ist egal. I wonder if the people living in the Mirovo village know much about their past. It must have been a constant hardship. At some point, they have to stop running from the past and face the present. I agree. While facing your past may be important, it is much more critical to cultivate the present. Even if the battle of good and evil itself did happen, and we are here regardless. Certainly, there's no point in turning you back on the facts. Facing your past is important. It must be truly difficult, mein Gott. But it's quite necessary. Was macht ihr mit ihrem Brot eigentlich? I want the villagers here to work hard. To work hard and discover true happiness. Ist das wie so ein kleines Häschen, so weißt du? So. Ja. I do not know much about the battle of good and evil. As you do, it is not part of my culture. Sorry, if I missed you, Rowan, I did not mean for you to take what I was trying to say in the wrong light. No, not at all, Mr. Merrick. Mr. Fallen. I shall think carefully about what you have said. Das hat man schon. Doch, dann. Well, you about finished with your food? Sind wir fertig mit dem Essen? Ja. I'm full
The meal was terrific. Thanks, Arena. Ich würde jetzt ganz gerne mal wieder so in die Lande ziehen, so mal ein anderes Gebiet endlich wieder ansehen können. Oh, ist ja gleich wieder soweit. Wir müssen ja woanders hin. So. Ich check einfach mal, ob wir schon einen neuen Hund bekommen. Ich glaube, das ist neu, oder? Sandheim Mountains? Wir müssen zur Kirche. Schön. Die Kirche scheint wohl da unten zu sein, also ja. Gut, dann. Ja, das sieht neu aus, ja. Ja, im letzten Part haben wir ja sowohl ein bisschen überzogen, als auch habe ich ein wenig mit den Katzen gespielt. Also, ich hoffe, das war. Oh Gott, ja, wir haben 2 Minuten überzogen. Aber ich finde, bei so einem Spiel darf man ruhig mal überziehen. Ich bin halt froh, dass ich nicht mal angesehen. Ah, so. Oh Gott, ich höre schon wieder Zeugs. Wo gehst du hier lang? Okay. Nein, ich wollte erst das Item. Ach komm. Ja, leider müssen wir wieder mit Lena kämpfen. Ich glaube, man kämpft. Das ist eine Sportart mit ihren komischen Stab da rum zu hantieren anscheinend. die versucht sich halt im Kämpfen, weißt du? Ja. Die ganzen Skillpunkte, die hebe ich mir noch auf. Die werde ich dann mal ausgeben. Dann, wenn es sich lohnt. Also übermorgen. Mal schauen. Warte ja noch auf einen Punkt, wo es sich lohnt, ein bisschen offscreen zu leveln. Ich habe wieder eine Sieg. Die hätte ich doch jetzt gerne gefuttert. Ach komm, alles richtig. Der Held hier. Hier gibt es kein Forward. Hier gibt es nur ein Back. So doof. So, dann gucken wir mal schauen. Es klang gefährlicher als es war. Wobei. Achso, ich dachte, meine Leute, wenn die hier halt tauchen, müssen sich mal entgegen. So, ja. Was Judo hat. Ist das ein Kampfstab? Ach, der ist für irgendwelche. Der schläft. Milena ist vergiftet. Ich bin nicht so jemand, der sowas im Kampf probiert. Ich mach's gerne aufs Hat den Vorteil, dass ich nicht nochmal vergiftet werden kann in der Zeit. So, Mädchen. Friss so eine Antidot-Pflanze oder was das sein soll. Scattering Stone. Ich werde mir jetzt zur Aufgabe machen, die Sachen immer sofort anzuschauen, sobald ich sie bekommen habe. Ist besser, als wenn wir die irgendwie so blöde sammeln und dann nicht mehr wissen, was wir aufgesammelt haben. Toll, jetzt finde ich das Ding nicht, oder was? Das ist ein Stein. Hä? Bin ich blind?
Da, hier, Scattering Stone. Scatters bunched up friends. Special. Was heißt Scatters nochmal? Was? Was? Wo? Das verstehe ich ja gar nicht. Warte. Hab's gleich. Da, das Ding. Irgendwie verstehe ich den Effekt gerade nicht. Scatter, spannt ab, Trench. Ich bin gerade irgendwie, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich verstehe das Wort nicht. Hä? Scatter, spannt. Ich nutze es einfach mal im Kampf. Die beste Art herauszufinden, was ein Item kann, ist, wer man es nutzt. Achso, ja, ich will mal das Item nutzen. Schau. Scatter heißt streuen. Okay. Kann ich auch nichts mit anfangen jetzt. Ich mach's mal. There you go. Okay, ich rate mal, wären wir jetzt alle in dem Radius gewesen, würden wir wahrscheinlich uns verstreuen auf der Map hier. Ich weiß es doch nicht. Wäre zumindest eine Idee. Kämpfe, also Angriffe auszuweichen. Aber warum sollte man das machen? Hat doch selbst einen Evade-Befehl. Ja, da stand Punch Up. Also zum Draufhauen, ne? Ja, weiß nicht. Ist doch egal. Das ist unser Item, was ich dann eher verkaufen würde, weißt du? Achso, ich sag's auf Kick nochmal, für die, die eventuell die anderen Videos nicht sehen. Final Fantasy 9 kommt dieses Jahr für den PC. Ja. Ich freue mich. Wobei, ich glaube, das habe ich schon. Wie gesagt, die einzigen Teile, die noch überbleiben, sind Final Fantasy 9 und Final Fantasy 12. Die werden 100%ig auch irgendwann mal erscheinen. Ja, wie, so wie sie so alles momentan auflegen. Weil solange Square dafür irgendwie Geld bekommt oder so, dann machen sie das natürlich. Ihr würdet beim besten Willen bei Square nicht glauben, dass sie irgendwas ohne Geld machen. Ich bitte euch. Die bieten euch sogar Kostüme an für, keine Ahnung, für 5 Euro oder so. Und dann habt ihr ein Kostüm und freut euch einen Keks, dass ihr Geld ausgegeben habt. Und Square freut sich noch mehr, weil er... Ich will sie keinen beleidigen, aber so, aber ja. Die freuen sich, weil ihr so doof wart und dafür Geld ausgegeben habt. So, also ist das so eine Frechheit finde, aber hey. Ja, wie gesagt, also 9 kommt ja definitiv, 12 ist nur eine Frage der Zeit. Dann bleibt ja halt nur noch 1 und 2 übrig, ne? Also als PC-Remake. Nee, 9 bleibt noch. 9 und 12. Wieso? Weil 1 und 6, 1 bis 6 haben sie eigentlich schon Remake damals für den DS zum Beispiel. Ja, aber ich rede von 1 und 2 für den PC. Personal Computer. Steam. Ist auch eine Frage der Zeit. Naja, ich meine nur, 9 ist ja quasi halb Release, das kann man ja schon vorbestellen. Und ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, 12 kommt halt auch bald. Und 1 und 2 fehlt dann noch. Dann hoffe ich ja, ich meine Type 7 ist ja auch schon draußen im PC. Hoffe ich, dass dann noch so Sachen kommen wie Crisis Core oder so. Solche Crisis Core ist halt kein Spin-off, aber. Ich weiß nicht, ob sie so eine Zwischenteile machen. Aber da müssten sie rein theoretisch, was 7 angeht, sowieso die ganze Serie eigentlich bin, weil das mit Vincent ist ja auch ein Zwischenteil und das gibt es auch mehrere von. Denn natürlich Before Crisis, gut, das war halt nur ein Handyspiel in Japan, aber historisch auch zusammenhängt. Nochmal schauen, bevor es geil finden. Dann würde ich auch geil. Wie gesagt, für die PC-Leute ist das toll, für mich ist das vollkommen uninteressant, weil ich habe die sowieso alle hier stehen und ich werde sie so LP'en, wie sie damals erschienen sind, weil das für mich das mit Grafik und sonstigen nicht wieder gut zu machen ist, was ich da stehen habe.
weil das ist mein Gefühl von Nostalgie und das werde ich mir garantiert nicht nehmen lassen, wenn ich das jetzt nochmal oder allgemein empfehle. Ich werde das einen Teufel tun und das auf PC spielen, aber wie gesagt, das ist jeden selbst überlassen, aber ich freue mich schon, meine PS1 wieder rauszuholen und dann irgendwann in irgendwelchen Jahren dann Final Fantasy 7 zu spielen. Du, wie gesagt, ich bin da genau deiner Meinung. Ich mag's auch gern original. Ich bin, wie gesagt, kein Grafik-Junkie. Allerdings, ich kann halt die von Konsole aufnehmen. Ich bin da eher, PC-Gamer. Und deswegen freue ich mich halt, dass sie für den PC rauskommen, dass ich dann die Spiele euch präsentieren kann. Und wie gesagt, ich würde die Dinger mir für den PC auch holen, wenn die nicht, ich sag mal, verschönert werden für den PC. Allerdings ist es nun mal der Fall, dass sie es tun. Und ja, warum soll ich dies denn nicht annehmen, wenn die das dann schon schön gemacht haben? Kann ich auch einfach dann annehmen. Was hab ich denn jetzt gerade bekommen? Ich werde mir die Mühe machen und meine schöne PS1 nochmal anschließen. Da hat die nochmal einen schönen Auftritt. Werde ich mir, glaube ich, auch Traps nochmal holen müssen, um das aufzunehmen. Ich glaube, ich habe Skull of All hier oder so. Ich bin gerade irgendwie voll unaufmerksam. Keine Ahnung. Was gerade los ist. Aber allgemein, wir können ja mal, das hast du gut angeschnitten vorhin, mal über so DLC-Verkäufe reden. In Bezug zum Beispiel auf Kostüm-DLCs. Klar, man muss es nicht kaufen, steht jedem frei. Richtig. Aber ich finde Kostüm-DLCs, gerade wenn sie keinen Effekt haben und einfach nur Style sind, in Bezug zum Beispiel Final Fantasy 13.2, ist es ja so. Dann finde ich's. Ich will nicht sagen verschwenderisch, aber ich finde es halt einfach fies, wenn die Spiele dann. Wenn die ich DLCs die 3-4 Euro kosten. Ich muss dir ganz kurz dazwischen reden. Die Viecher, das weiß ich immer noch, die kenne ich ganz genau, weil dieser Yeti ist übelst nervig. Besonders in der Vierergruppe oder so, das weiß ich bis heute noch und das ist schon über 10 Jahre her. Einen Moment. Die kenne ich immer noch, ich hasse die Viecher. So, ich hoffe, es läuft jetzt ohne Lex. Ja, ich habe das jetzt dreimal versucht. Na, mal schauen. Drückt mit mir die Daumen. Mhm. Von welchem Gespräch waren wir gerade? Oder Thema? Oder beides? DLCs. Genau, ja. Ja, DLCs zahle ich gerne, aber dann sollen sie auch doch bitte Story-DLCs sein. Ja. Dann lohnt sich das für mich auch. Wir campen hier tonight. Genau. Alright, we camp here tonight. Das, warum eigentlich? Wir haben doch gerade erst gepennt. Alright. Well, make camp here. Weil überall Gegner, ne? Du hörst Geräusche von den Viechern, aber die erstmal campen. The whole thing leaves a bad taste in my mouth. Well, just what happened in Memory World. I wonder if your actions were correct. Sag mal, reden wir jetzt überall über das Gleiche? Überall? Anscheinend. I cannot accept Celine's way. But what else could be done? Could something else have been done? None can find fault with Sandra. He actions real clues of a dutiful parent. No one could blame Ira for what she did. She was just doing what the truth was right. As a sister of Granus, I wonder what I really should have done. Okay, ja, sie hat sich nur wiederholt. I think we should be happy that the wool village was not burned down. Unser Vogel steht in der Luft.
Ja. Und jetzt fängst du wieder an zu lecken. Das The village was not fortunate to have accept destruction. Sag immer noch dasselbe. If it weren't for Millennia, we'd still be back there sorting through the mess hell. Celine might be but a torch to everything. Ein Moment, ich karte noch mal eine Runde. If it weren't for Millennia, we'd still be back there sorting through the mess hell. Celine might be but a torch to everything. Dein Part. Ach, nimm's wieder auf, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja, das ist heute nicht so einfach, Leute, ne? Also nimm mir das jetzt nicht krumm. Don't you see? Mina is warm, alright? Does she not steal sounds into evil deeds? I still do not understand. Is she really the Rings of Valmar? Nö, weißt du? Millennia is but a child, yet unescaped with the world. I give you that she does seems sort of dangerous somehow, I guess. What do you think Melina did? Did she not destroy her soul? Was ist the right thing to do? Miss Melina. Still, I schalt, warum next wieder? Miss Melina, still a schalt? You think so? I think of her as quiet and adult. Ja, adult. Ich erdulde hier auch alles. I know not the nature of this Valmar, even so Melania's smell differs from that of the Dame Able Friend, Melvis, was auch immer. Können wir jetzt mal aufhören? I still don't know. I figure the incarnation of pure evil will be a little less jiggly, I suppose. Jetzt haben wir einen Stopp. So, es geht übrigens weiter. Na, mal sehen, wie lange. The more I hear of Melina, the more discreet grows. Who or what is she? Elena? Just thinking. Ja, hallo? Just thinking of her presence inside me makes me all that is. Jasu, what is Millennia, I wonder? We must ask ourselves, what is Millennia's purpose? What motives has she? But I speak of riddles. Well, we can end it again. Come on, we yapped enough for tonight. Yep. Es passiert mal nicht irgendwas in der Nacht, das ist ja der Wahnsinn. Doch, es leckt. So, Leute. Ich werde jetzt den Part beenden, die Festplatte wechseln und dann sehen wir uns frisch, munter und hoffentlich ohne Lags im nächsten Part wieder. Bleibt dran, bleibt geschmeidig und behaltet euch. Ich glaub da nicht dran. Tschüss.